komm her. Oh, Bart. Obwohl, ja, warte. Bei dem brauche ich ja überhaupt keinen Siegel, der ist ja ein Mensch. Naja. Du hast auch nicht allzu viele Moves drauf. Ich habe bis jetzt zwei Moves gesehen. Ah, da, 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 da. Oh ja, noch ein Move. Jetzt hat er schon drei. Mehr. Nicht ganz. Na, das nenne ich doch mal einen guten Bosskampf. Und noch ein Level-Up hinten dran. Die Sache mit dem dunklen Herrscher kannst du vergessen. Freak wie du. So leicht kommst du mir nicht davon. Das reicht jetzt, Dario. Celia, versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist eine Frage der Ehre. Ich weiß. Aber ich will nicht noch einen... Was? Ich will... Aber ich will nicht auch noch den letzten Jünger verlieren. Ich werde jetzt erstmal verschwinden. Ich habe einen neuen Plan. Zup. Wie gesagt. Ich habe dich wohl unterschätzt. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich werde im obersten Stockwerk auf dich warten. Komm hoch, wenn du dich traust. Ich frage mich, ob das verrückte Lachen Teil des Zaubers ist. Also des Teleportationszaubers. Und zur Not mache ich hier nochmal ein Save State, damit ich mich nicht verlad. Bis ich dann zwischen den nächsten Aufnahmesessions mal gucke, ob ich den irgendwie löschen kann. Denn, ne, wie gesagt, der macht auch Speichern rückgängig. Und das ist so ziemlich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Aua! Ja, den kann man ganz toll ausweichen, diesen Scheiß. Jetzt hat er Angst. Ja, den kann man ganz toll ausweichen, diesen Scheiß Boomerangen. Plural von Boomerang. Brauche ich jetzt aber nicht. Und aua. Hast du toll gemacht. Und wieder einer von diesen solchen Gänge. Und ein neues Gebiet. Und wir sind wieder in der Dämonenherberge. Was bist du bitte? Persephone. War Persephone nicht ein griechischer Gott oder ein römischer oder was auch immer? Du bist ein Zimmermädchen, du bist kein Gott. Oh, Soma. Hm? Und es ist Alicado. Ich hätte doch gesagt, du sollst dich hier raushalten. Ricardo, was machst du hier? Er hat dir gesagt, dass er den Kult untersuchen will. Bist wirklich so blöd. Ich dachte, du würdest Mina beschützen. Mina geht es gut. Meine Kollegen kümmern sich um sie. Im Moment ist es wichtiger, mein Auge auf dir... Im Moment ist es wichtiger, dich im Auge zu behalten. Ich bin nicht der dunkle Herrscher. Kapierst du das endlich mal? Verstehe doch, du giltst nach wie vor als extrem gefährlich. Aber da du mal hier bist, werde ich dich wohl nicht aufhalten können. Vielleicht kann ich deine Aktion sogar dulden, solange ich dabei bin. Außerdem können wir dich nicht einfach zurücklassen. Ich hab's heute irgendwie mit Versprechern. Außerdem können wir nicht einfach zulassen, dass dieser Kult so weitermacht. Danke, das weiß ich zu schätzen. Übrigens, Mina hat mir das hier für dich mitgegeben. Minas Talisman. Ein Brief und ein Talisman. Lieber Soma, wenn du diesen Zeilen liest, bist du schon sicher hinter diesem Kult her. Das war mir schon klar, als,
du nach dem Vorfall verschwunden bist. So wie du dir Sorgen um mich machst, so mal sorge ich mich auch um dich. Ich verlange nicht, dass du sofort zurückkommst. Dazu bist du viel zu stur. Aber bitte versprich mir, dass ich dich auf jeden Fall unversehrt wiedersehe. Und vergiss den Talisman nicht. Ich weiß, er wird dir nützlich sein. Ich werde für dich beten. Für immer deine Mina. Mina. Soma. Wie ist die Lage? Was hast du herausgefunden? Oh ja. Ich beschrieb Arikado, was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe. Okay. Aber dass Celia einen neuen Plan hat, bedeutet nichts Gutes. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bis nach oben durchzuschlagen. Ja, tu das. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, Dario zu finden. Doch etwas dialoglastig. Meint man eigentlich gar nicht. Und eine Lilith! Die Vorstufe zu einem Succubus. Schmeißt mit Küssen um sich. Hier geht's hoch. Ach, und noch mehr Tänzer. Nee, da gehe ich erst unten lang. Hier, komm her. Und riesige Kronleuchter. Ich frage mich auch, woher die das ganze Geld hatten. Oder ob das einfach schon da war, als sie angekommen sind. Immer schön Geld machen eben. Und noch einen Speicherraum. Und alle Gegner sind wieder da. So, aber ich hoffe, dass ich dann unten auf... Oh! Hast hier sauber gemacht, hast Geld übrig gelassen. Huch! Ich hab den Stuhl aus dem Weg gekickt. Das ist auch toll. Wow! Wer bist du? Ein Teufel. Du bist ein ganz normaler Teufel, ja, ja. Ja, wieder so ein schöner Raum, wo man absolut nicht rein kann, weil da so eine komische Puppe ist und es viel zu eng ist und Ach ja. Wir können doch nicht einfach drüber, nein. Hüfthohe Wand. Unbezwingbar. Wir können Teufel aus dem Weg klatschen, aber hüfthohe Wände? N-n. Ja. Komm her. Hallo, nicht wegrennen. Ah, hier wieder. Aua, ja. Hast mich schön getroffen. Hoppla. Bin ich doch an den Startlauf gekommen. Weg mit dir. So, und wenn ich mich recht... Oh ja. Ja, das ist ein schönes Rätsel. Ja, wir dürfen eines dieser lustigen Schieberätsel, wo einer fehlt, da oben machen. Und das ist dann ein Weg. Der Weg, den wir gehen können. Toll, oder? Und in diesen, in jeweils 9 und 8 ist jeweils, 9, 8 und 5 hier, ist jeweils ein Item drin. Ja, viel Spaß damit. Obwohl, ich glaube, die kann ich gerade mal eben holen. Ich glaube, oder, das war doch so, oder? Dass in diesen Eckräumen immer Items drin waren. Ja, das war so. Ein Türkisstecher. Macht auch wieder plus ein Intelligenz. Auch toll. Ist absolut kacke. Das heißt wohl, man soll keine Ohrringe tragen. Ja. Gut, aber ich denke mal, wir werden erstmal den Weg gehen, der uns so vorgegeben ist. Um dann halt, hoppla. Ja, mach euch. Ich wollte da nicht irgendwie lang gehen oder so, nein. Gut, dass wir den Doppelsprung haben.
Huah, das seid ihr. Puppen. Killerpuppen. Huah. Und eine kleine Spielzeugente. Die sind ziemlich mies. Die können nämlich, ich glaube, Fluch oder so. Und Fluch sorgt dafür, dass MP nicht regenerieren. Und ja. Das kann ziemlich Arsch sein. Hoppla. Na, geht doch kaputt. Ja, einer. Ein Clown! Der schmeißt Milkarten um sich. Aber explodiert schön.